Ja, moin moin und herzlich willkommen hier bei tariftipp.de aus Hamburg zum Test des LG G6. Das LG G6 wurde ja auf dem diesjährigen MWC vorgestellt und erscheint nun am 24. April diesen Jahres zu einer UVP von 749 Euro auf dem deutschen Markt. Ich glaube, dies ist das erste richtige Testvideo vom LG G6. Wir haben jedenfalls relativ früh dieses Mal ein Testsample von LG bekommen und tatsächlich hat das G6 es geschafft, den ersten Platz unserer besten Liste einzunehmen. Dort stand ja seit über einem Jahr das Samsung Galaxy S7 Edge. Nun also das LG G6, der neue Spitzenreiter unserer besten Liste. Wir haben dieses Handy auf Herz und Nieren getestet, zeigen die Stärken und Schwächen in diesem Video. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß und nun geht es auch schon los mit unserem Test. Ja, das ist hier die Verpackung des LG G6. LG hat uns übrigens darauf hingewiesen, dass man hier aus Umweltschutzgründen umgestellt hat von Plastik auf Papier. Also auch die Innereien dieses Kartons sind aus Papier und nicht mehr aus Plastik. Das finde ich doch sehr löblich. So, hier das LG G6 selbst noch mit einer Displayschutzfolie versehen. Die werde ich mal abmachen. Wir haben übrigens hier nicht den kompletten Lieferumfang, weil wir ein Testgerät haben. Normalerweise gehört zum Lieferumfang auch noch ein Headset, also ein Kopfhörer. Und eine Hülle aus Wildleder und auch ein Wildledertuch zur Reinigung. Stattdessen hatten wir hier im Lieferumfang dieses Daten- und Ladekabel vom Typ C und den dazugehörigen Stromadapter. Das sind tatsächlich die Originalteile, die dem LG G6 beiliegen. Hier handelt es sich, ja, kann man leider nicht richtig lesen, um ein Fast Charge Adapter, also ein Schnellladegerät. Ansonsten haben wir hier noch die SIM-Spange zum Öffnen des SIM-Schachtes. Und ja, ansonsten finden wir auch noch normalerweise Garantiehinweise und eine Anleitung. So, dann wollen wir uns das G6 mal in Ruhe auf seine Verarbeitung und auf die Wertigkeit hin ansehen, hier auf unserem Drehtisch. Der Vorgänger, das LG G5, wurde ja noch so ein bisschen bemängelt, was die Verarbeitung angeht, weil es da so ein paar Spaltenöffnungen noch gab. Das ist beim G6 alles Schnee von gestern. Hier haben wir wirklich eine hervorragende Verarbeitung. Die Vorder- und Rückseite besteht aus Glas, wie ihr hier sehen könnt. Die Rückseite schimmert so schön metallisch. Und ja, das ist wirklich also sehr gelungen. Der Alurahmen hier, den ihr jetzt hier sehen könnt, der ist auch schön abgerundet, sowohl zur Displayseite hin als auch zur Rückseite. Und auch von den Abmessungen her ist das LG G6 sehr, sehr kompakt geraten. Ja, eines der Highlights bei dem LG G6 ist ohne Frage sein Display. Das ist wirklich überragend. Wir haben hier ein QHD Plus Display, eine Bildschirmdiagonale von 5,7 Zoll. Die Auflösung beträgt 2880 x 1440 Pixel. Und auch die Display-Helligkeit, die wir hier mit 700 Candela gemessen haben, ist wirklich bombig. Also auch draußen überhaupt gar kein Problem. Ich schalte jetzt mal hier die automatische Helligkeit ein und halte das Display mal ein bisschen näher an die Kamera ran, damit ihr euch davon überzeugen könnt, wie scharf das Display ist. Durch diese hohe Auflösung übrigens, das habe ich noch nie gesehen, wird bei unserer Webseite auch die rechte Spalte eingeblendet. Hier, die ist normalerweise weg. Die Pixeldichte beträgt 564 ppi. Das ist natürlich alles rattenscharf. Wir haben hier ein IPS-Panel und ich muss wirklich sagen, auch die Blickwinkelstabilität, wie ihr hier sehen könnt, ist in Ordnung. Spiegelungen halten sich ebenfalls in Grenzen. Das ist schon alles allererste Sahne. Ja, ich habe mehr oder weniger zufällig noch ein Video gefunden auf diesem Smartphone und zwar von Dolby Vision. Hier geht es um das Dolby Vision Advanced HDR Display oder beziehungsweise die Technologie, die hier eingebaut ist beim LG G6. Das soll letztendlich dazu führen, dass ihr höhere Kontraste habt und eine bessere Farbtiefe. Und ich muss wirklich sagen, bei diesem Video ist es natürlich alles sehr, sehr eindrucksvoll, aber auch so im täglichen Gebrauch fand ich das Display wirklich, wirklich richtig, richtig gut. So, kommen wir jetzt zur Bedienung. Wir gucken uns mal die Elemente an, die Bedienelemente. Wir haben hier auf der rechten Seite, auf der linken, eine Lautstärke-Wippe. Hier ist der An- und Ausschalter untergebracht, zusammen mit dem Fingerabdrucksensor. Auf der anderen Seite haben wir dann nur den SIM-Schacht und unten ein Mikro, dann den USB-Anschluss Typ C und den Lautsprecher, der übrigens sehr gut klingt. Und an der Oberseite finden wir dann noch den Kopfhöreranschluss, 3,5 mm Klinke ist das glücklicherweise. Und das war es auch schon. Wie gesagt, der Fingerabdrucksensor ist gleichzeitig auch der An- und Aus-Button. Ich habe hier schon einen Fingerabdruck registriert und wie ihr seht,
geht das Ganze rasend schnell. Ich finde auch die Position des Fingerabdrucksensors hinten auf der Rückseite, ja, das ist meine Lieblingsposition. Das ist sicherlich Geschmackssache, aber mir gefällt das immer richtig gut da hinten. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier softwareseitig installiert haben. Natürlich Android in der neuen Nougat-Version, also 7.0. Darüber liegt dann die LG UX 6.0, also die LG-eigene Oberfläche. Die ist glücklicherweise sehr, sehr schmal und auch an Werbe-Apps und so weiter hält sich das LG G6 vornehm zurück. Sehr angenehm. Und hier seht ihr das Schnittstellenmenü vom LG G6. Und ich muss sagen, ich bin damit auf Anhieb richtig gut klargekommen. Ja, kommen wir jetzt zur Ausstattung. Hier wollen wir nochmal einen Blick auf den internen Lautsprecher werfen. Der klingt richtig gut übrigens. Ist zwar nur ein Monolautsprecher, aber trotzdem schön klare Höhen, sehr detailreich. Und ja, was den Prozessor angeht, wurde ja hier oft bemängelt, dass hier noch ein etwas älterer Prozessor zum Einsatz kommt, nämlich der Snapdragon 821. Das ist nicht der neueste Prozessor, wie wir alle wissen. Der ist aber trotzdem rattenschnell. Ist ein Quad-Core-CPU, die mit 2,35 GHz getaktet wird. Und wir haben hier im AnTuTu Benchmark etwa 140.000 Punkte erreicht. Also ganz ehrlich, was will man mehr? Ich habe überhaupt gar keine Probleme gehabt hier beim Test mit der Geschwindigkeit, auch nicht bei anspruchsvollen Spielen. Wir testen ja immer gerne Asphalt 8, weil es grafisch sehr anspruchsvoll ist. Und das ging auch alles, flutschte nur so. Und insofern, da kann man wirklich überhaupt nicht meckern. So, dann sind wir jetzt nochmal beim Thema Speicher angekommen. Da allerdings habe ich eine kleine Kritik anzumerken. 32 GB ist der interne Speicher. Das ist jetzt nicht klein, aber eigentlich für diese Preisklasse doch. Ja, eigentlich hätte ich da doch 64 GB erwartet. Ist aber nicht so schlimm, weil man nämlich dieses Smartphone glücklicherweise auch noch per microSD erweitern kann. Hier seht ihr den SIM-Schlitten, auch sehr schön wertig gemacht. Da passt eine Nano-SIM und eine microSD rein. Also keine zwei SIM-Karten wie bei High-End-Smartphones üblich. Habt ihr also keine Dual-SIM-Funktion. Aber ehrlich gesagt, ich brauche das auch nicht. Insofern gibt es da nichts zu meckern. Dann haben wir natürlich auch noch einen Akku. Der hat hier eine Kapazität von 3300 mAh, ist fest verbaut und per Quick Charge ladbar. Übrigens richtig schnell. Innerhalb von einer Stunde habe ich den Akku von 0 auf 100% laden können. Leider ist er nicht induktiv ladbar hier beim europäischen Modell. Beim amerikanischen Modell ist das der Fall. Aber gut, braucht auch nicht jeder. Insofern konnte ich damit auch sehr gut leben. Ja, nun wollen wir uns mal die Kameras anschauen des LG G6. Hier seht ihr die Dual Cam, die Hauptkamera mit zwei Linsen, beide je 13 Megapixel Auflösung, aber mit unterschiedlichen Brennweiten. Das werdet ihr gleich noch sehen. Dann gibt es auf der Vorderseite noch natürlich eine Selfie Cam, die hat eine Auflösung von 5 Megapixeln. Laser Autofokus ist natürlich dabei und ein Dual LED Blitz. Und die Blende von der Hauptkamera beträgt f1.8 und die Blende der Selfie-Linse f2.2. So, dann wollen wir nochmal einen Blick werfen nicht auf das Wetterwidget, sondern auf die Foto-App. Da ist sie auch schon. Ja, die finde ich sehr ausgewogen, muss ich sagen. Hier könnt ihr mit einem Wisch auf dem Display zwischen der Haupt- und der Selfie-Kamera wechseln. Hier in den Einstellungen gibt es dann natürlich die Fotogröße, die man einstellen kann. Wie gesagt, maximal 13 Megapixel im Format 4:3. Hier die Videoauflösung maximal 4K mit 30 Bildern pro Sekunde oder aber Full HD mit 60 Bildern pro Sekunde. Ja, es gibt einen optischen Bildstabilisator hier an Bord des LG G8, der wirklich sehr, sehr effektiv arbeitet. Das werdet ihr nachher auch sehen. Machen wir mal weiter mit der App. Hier die unterschiedlichen Modi. Es gibt einen sehr schönen Zeitlupenmodus übrigens. Und dann gibt es hier oben noch so vier Shortcuts. Den Automatikmodus, dann hier das quadratische Format für Instagram-Fans. Und dann gibt es die beiden Profi-Modi, manuellen Modi. Einmal für die Fotografie. Hier könnt ihr sehr wirksam eingreifen in die Belichtung des LG G6 und da gibt es das gleiche auch noch für die Videofunktion. Da finde ich besonders hervorzuheben die Möglichkeit, dass man die Mikrofonempfindlichkeit einstellen kann. Das kennt ihr vielleicht vom LG V10. Da könnt ihr halt einstellen, ob das Objekt, was ihr aufnehmen wollt, audiomäßig weiter weg oder näher dran ist. Das funktioniert richtig, richtig gut. So, ja, was ist noch zu sagen? Neben den Modi gibt es dann auch noch hier so Einstellungen, was die Farbintensität angeht. Da gibt es so Nostalgie, klassisch und so weiter. Kennt ihr von anderen Smartphones. Aus meiner Sicht ein bisschen Spielkram, aber was soll's.
Ja, wie gesagt, zwei Linsen, eine Dual Cam mit zwei unterschiedlichen Brennweiten, nämlich 71 Grad bei der normalen Linse und 125 Grad mit der Weitwinkellinse. Hier seht ihr die beiden Icons, mit denen ihr umschalten könnt. Ich zeige euch das mal hier. Das ist das normale Format und das hier ist das Weitwinkelformat. Und das ist wirklich eine super Sache, muss ich sagen. Hilft einem, wenn man zum Beispiel Gebäude oder Landschaften aufnehmen will. Und da werde ich euch jetzt gleich bei den Beispielaufnahmen auch als allererstes ein Beispiel für den Unterschied dieser beiden Brennweiten zeigen. So, hier die erste Testaufnahme mit dem normalen Objektiv, also mit dem 70 oder 71 Grad Winkel. Und jetzt folgt das gleiche Motiv mit der Weitwinkellinse. Und da seht ihr mal, wie viel mehr ihr wirklich drauf kriegt hier. Das hat so einen leichten Fisheye-Effekt, logischerweise. Hat mir aber richtig gut gefallen. Hier jetzt eine Innenraumaufnahme. Ja, jetzt folgen einfach jede Menge Aufnahmen, die wir hier mit dem LG G6 geschossen haben. Wir versuchen ja immer so ein bisschen schwierige Lichtverhältnisse abzubilden. Hier zum Beispiel eine Blitzlichtaufnahme, um zu sehen, wie die Kamera reagiert. Hier finde ich zum Beispiel die Blitzlichtaufnahme richtig super scharf. Hier kommt gleich noch eine Blitzlichtaufnahme im Innenraum. Und also ich muss wirklich sagen, ich bin ziemlich begeistert, auch von der Selfie-Kamera, wie ihr hier seht. Was die Farbtreue angeht, alles richtig so, wie man sich das wünscht. Ja, übrigens, die Blende bei der Hauptkamera beträgt F1.8 und außerdem hat das LG G6 natürlich auch, oder was heißt natürlich, sie hat einen optischen und einen elektrischen Bildstabilisator und deshalb ist es auch überhaupt gar kein Problem, bei nicht so guten Lichtverhältnissen noch Aufnahmen zu schießen mit dem LG G6. Sie gelingen eigentlich immer, ich habe ganz wenig Ausschuss nur gehabt und wie ihr auch hier sehen könnt bei dem Kaninchen, die Schärfe, also das ist doch sehr, sehr überragend. Ich bin mal gespannt, was die Kollegen von DxOMark aus Amerika, die ja gerne Objektive testen, auch von Handys, was die so rausfinden. Ich schätze mal, dass sich das LG G6 noch vor das Google Pixel XL an die Spitze setzen wird, was die Kameraqualität angeht. So, hier noch mein Kater, das soll es dann auch gewesen sein mit den Fotos. Jetzt folgt noch ein Video, das haben wir mit Full HD mit 60 Bildern aufgenommen und auch da muss ich sagen, das ist nicht mit dem Stativ aufgenommen, trotzdem absolut ruhig. Da sieht man, wie wirkungsvoll der Bildstabilisator hier eingreift in dieser Aufnahme. Und ja, wie immer könnt ihr euch sämtliche Aufnahmen nochmal in aller Ruhe auf tariftipp.de ansehen und auch downloaden. Das lohnt sich, glaube ich, wirklich, weil die Qualität hier ist wirklich bombenmäßig. Ja, kommen wir nun zum Fazit des LG G6. Hier gibt es jede Menge Pro-Punkte. Das wasserdichte Gehäuse, das habe ich glaube ich noch gar nicht genannt. Dieses Smartphone ist nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt. Ihr könnt dieses Handy also tatsächlich ja, 30 Minuten in 1,5 Meter Wassertiefe halten, ohne dass irgendwas kaputt geht. Das heißt natürlich auch, dass man mit diesem Smartphone unter Wasser Fotos schießen kann. Das macht übrigens total Spaß. Müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ansonsten hat natürlich dieses Display, dieses Full Vision Display im 18 zu 9 Format hier gänzlich überzeugen können. Wir haben eine Bombenkamera an Bord. Das Ganze steckt dann auch noch in einem super schicken Glasgehäuse und auch die Ausstattung ist wirklich ja, vollständig. Ich habe jetzt nicht alles nennen können. Bluetooth 4.2 ist an Bord, NFC, wir haben ein FM-Radio, natürlich WLAN, AC. LTE haben wir natürlich auch und zwar in der Kategorie 11. Das heißt, ihr könnt mit bis zu 600 Megabit pro Sekunde im Download surfen. Also wirklich alles, was das Herz begehrt. Zwei Dinge sind mir aufgefallen, die fehlen und zwar das induktive Laden. Und wie eigentlich bei fast allen Smartphones, wundert mich ein bisschen, haben wir hier zwar einen USB-Typ-C-Anschluss, das ist ja ganz schön, aber dahinter steckt nur die Technologie 2.0 und nicht die Dreier-Technologie. Komisch, wie gesagt, ist bei fast allen Smartphones der Fall, aber das wird sich eines Tages ja wohl bald nochmal ändern. Ja, die UVP 749 € sagte ich schon, das ist auch der derzeitige Online-Preis. Klar, das Gerät ist ja noch gar nicht erschienen. Das wird am 24. April der Fall sein. In drei Farben wird es das LG G6 geben, nämlich Schwarz, Silber und Grau. Und als Wettbewerber habe ich mal rausgesucht das S7 Edge und das ebenfalls brandneue Huawei P10. Ja, wie gesagt, erster Platz unserer Bestenliste. Herzlichen Glückwunsch an LG zu dieser Leistung. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und wenn ihr ein paar Infos gekriegt habt zum LG G6, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch. Wir grüßen euch wie immer aus Hamburg und sagen Tschüss und bis bald.